Ja, die Träume stellen schon ein gewisses Rätsel dar und es ist die Frage, wie sie entstehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Betrachtungsweisen und ich würde einfach gerne schildern, wie die Anthroposophie erklärt oder beschreibt, was und wann die Träume entstehen. Dafür muss man kurz einen Blick auf die Wesensglieder werfen, wie sie in der Anthroposophie, aber durchaus auch in anderen spirituellen Traditionen, die wesentlich älter sind, ähnlich benannt werden. Ich werde jetzt für diese Ausführung eine Viererteilung vornehmen. Also das ist nicht die einzig mögliche, das ist eine, die aber für jetzt diese Beschreibung durchaus erstmal ausreichend ist. Und zwar kann man zum einen vom physischen Leib sprechen und es ist so naheliegend, dass wir den kennen oder wir meinen ihn zu kennen. Er ist natürlich trotzdem ein großes Geheimnis, was immer aufs Neue und immer tiefer enträtselt wird, auch von den Naturwissenschaften. Also dieser physische Leib als das, was wir kennen, womit viele Menschen sich auch identifizieren. Und dann ist klar, dass dieser physische Leib belebt sein muss, weil es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich einen Leichnam vor mir habe oder einen lebendigen Menschen. Und das, was diese Lebendigkeit ausmacht, diese Lebenskräfte, diese Energie, die den Körper durchzieht, den physischen Körper, das sind mit der Begrifflichkeit der Anthroposophie die Lebenskräfte oder ätherische Kräfte. Und man spricht dann auch vom Ätherleib, als sozusagen was fast deckungsgleich ist, wenn man es sich räumlich vorstellt, mit dem physischen Leib. Nun kommt eine weitere Ebene oder Schicht oder Dimension, wie man es nennen will, hinzu. Und zwar wird da vom Astralleib gesprochen. Und ich tue dem natürlich Unrecht, wenn ich das jetzt sehr abgekürzt hier nur darstelle, aber es soll auch jetzt erstmal um die Träume gehen und nicht so sehr um eine Beschreibung des Astralleibs. Also der Astralleib als ein Teil in uns, der sehr viel schon auch mit den Emotionen zu tun hat, aber auch mit den Sternen. Das Wort Astra also es bedeutet Stern und insofern wird da angedeutet, dass es eigentlich wie zwei Richtungen hat, wohin sozusagen der Astralleib schaut. Das eine sehr ins Persönliche, das andere in einer Art Ausdehnung, in einer Verbindung mit dem Kosmischen. Jetzt als viertes Element wäre jetzt dann das Ich zu nennen. Und auch über das Ich könnte man lange und ausführlich sprechen. Jetzt an dieser Stelle ist erstmal schon das Ich-Bewusstsein, wie wir es täglich haben, aber eigentlich nochmal ja mehr auch das Größere. Wie wenn man sagen würde, ja, es gibt wie eine Kontinuität in unserem Ich-Bewusstsein und es geht mehr um diesen Aspekt, der da eine Kontinuität darstellt. Also, dass ich tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere an was mir mit 5 Jahren passiert ist, ich da ein Gefühl habe, das war ich und das genauso habe, wenn ich auf ein Ereignis vor 20 Jahren zurückschaue und so weiter. Also dieser Aspekt des Ich-Bewusstseins verbunden mit dieser Kontinuität wäre das vierte, was hier zu nennen wäre. Und jetzt ist es so, dass in der Darstellung von Rudolf Steiner er davon spricht, dass im Schlaf sich dieses Ich und Astralleib wie herausziehen aus dem physischen und ätherischen Körper oder Leib. Und indem sie das tun, man kann sich es wirklich teilweise räumlich vorstellen, auch wenn es durchaus nicht ausreicht, es nur räumlich zu denken. Also vorher ist es sozusagen wie wenn dieser Astralleib und das Ich in diesem Gefäß
des physischen und ätherischen Leib gefangen sind, es bewohnen. Also man kann da sicher verschiedene Darstellungen oder Formulierungen wählen. Jedenfalls ist dieser Vorgang des Schlafes einer, wo sich das sozusagen ausdehnen kann, dieser Astralleib und das Ich, dadurch, dass sie sich aus dem Körper hinaus bewegen. Was nicht heißt, dass sie nicht sehr verbunden bleiben. Und da gibt es auch durchaus verschiedene Darstellungen und Bilder. Bei manchen Traditionen wird von einer Silberschnur gesprochen, die diese Verbindung aufrechterhält. Jedenfalls erstmal diese Grundgeste, dass wir quasi einen Bereich haben des Menschen, der im Bett liegt, und einen Bereich, der auf Reisen gehen kann. Und das dann auch tatsächlich tut im Schlaf. Und zwar am stärksten im Tiefschlaf, der sich auch von der Forschung noch nicht so richtig entschlüsseln, aufschlüsseln lässt. Also die Schlafforschung hat festgestellt, dass diese Tiefschlafphasen sehr, sehr entscheidend sind, um eine tiefe Erholung des Körpers zu ermöglichen, dass auch in diesen Phasen das Immunsystem gestärkt wird. Aber was da wie genau passiert, man kann die Hirnwellen beschreiben, dass es immer langsamer und ruhiger wird, aber es fehlt trotzdem wie noch ein gewisses, gewisse Erkenntnisse fehlen noch über diese Tiefschlafphase. Und jetzt kann man sich erstmal vorstellen, dass wir tatsächlich in dieser Tiefschlafphase uns wie in einer anderen Dimension befinden. Und da ist es jetzt wichtig, so ein Stück weit dieses räumliche Denken als nicht das einzige Mögliche zu sehen, sondern wirklich wie eine Art andere Dimension, in der wir eintauchen. Und ja, wenn man das räumlich benennt, ist das zugleich hier und jetzt, also oder auch zeitlich. Also es ist nicht, dass wir plötzlich auf dem Mond sind oder auf Saturn, sondern es ist wie, wenn wir uns öffnen für die Wahrnehmung eines anderen Bereiches der Existenz. Man kann sagen, die geistige Welt oder auch teilweise die Astralwelt. Und jetzt sind das Ich und der Astralleib dort unterwegs und wir nehmen das nicht bewusst zur Kenntnis, aber auf dem Weg zurück zum Körper, und das passiert ja mehrere Male in der Nacht, wir wissen auch da aus der Schlafforschung, es gibt Schlafzyklen, jeder Zyklus ist ungefähr 90 Minuten, und auf dem Weg zurück sozusagen zum Körper gehen diese beiden mehr oder weniger wieder hinein, und bei diesem Wieder-Hineingehen kommt es quasi wie so zu einem anstoßenden Reiben mit dem ätherischen Leib, mit dem physischen Körper. Und das ist so laut Steiner, wo die Träume entstehen. Und sie sind insofern dann tatsächlich wie so ein Ergebnis von den Erfahrungen, von den Wahrnehmungen, von den Informationen aus der geistigen Welt, aus der Astralleib. Aber es sind nicht die direkte Wahrnehmung, sondern sie werden übersetzt. Und bei dieser Übersetzung werden einfach Elemente zur Hilfe genommen, die uns vertraut sind, die wir kennen aus unserem Alltag. Es stehen Menschen für bestimmte Gefühle, Qualitäten in uns. Und insofern kann man sagen, es ist wie eine Art Übersetzung der Erfahrung, die wir bei diesem nächtlichen Ausflug, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Und das ist eine mögliche Erklärung, die durchaus eine hilfreiche sein kann, wenn man Träume verstehen möchte und auch ja, die Dimension, die sich darin zeigen kann. Nicht muss, es gibt durchaus dann auch diese Träume, die sehr stark aus den Erfahrungen des direkt physischen und ätherischen kommen. Aber es gibt halt auch welche, die wie Botschaften aus diesen anderen Welten enthalten und insofern auch hilfreich sein können.